Hallo zusammen, ich bin Jared und neben mir sind Miklos und Dorentina und wir drei haben gemeinsam, dass wir die Ausbildung zur Fachpersonenbetreuung im Behindertenbereich bei der Stiftung Viventre absolvieren. Heute geben wir euch einen Einblick in unseren Berufsalltag. Kommt doch mal mit! Die Stiftung Viventre bietet Wohnraum, Arbeitsplätze und schulische Bildung für Menschen mit einer kognitiven Behinderung an. Also meine Haupttätigkeit im Frühdienst sind Körperpflege, Medikamentenverabreichung, Essen vorbereiten mit den Klienten und sie dann ins Atelier begleiten. Die Leute, die sich bei uns bewerben, sollen empathisch sein, sympathisch und den Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Ich bin sehr gut empfangen worden. Es haben mich alle mega freundlich behandelt, respektvoll, haben mir geholfen. Also ich habe mich nicht beschweren vom Team, ich hatte ein Top-Team. Ein Vorteil vom Standort in Bachs ist, dass wir sehr naturgelegen sind und deswegen regelmäßig mit den Klienten in den Wald fahren können. Also die Hierarchie ist bei uns sehr flach und jeder wird so akzeptiert, wie er ist. Ich komme gerne arbeiten, weil ich komme hier an, meine Klienten motivieren mich. Ich komme auch gerne auch wegen dem Team und das ist etwas sehr, sehr Positives, was ich in diesem Betrieb finde. Am Ende der Lehre gibt es ein großes Abschlussessen im Restaurant Sonne der Stiftung Viventre, zu dem alle Lernenden und Berufsbildner herzlich eingeladen sind. Danke fürs Zuhören, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann bewirb dich bei uns.